gilt als eines der Flaggschiffe an der SAH Hochschule in Heidelberg. Seit den 70er Jahren wird dieser Studiengang bereits angeboten. Neben der theoretischen Ausbildung sollen die Studierenden so intensiv wie möglich praxisnah studieren. Dabei wird vor allem auf die Entwicklung und Vertiefung persönlicher Kompetenzen Wert gelegt. Umso erfreulicher ist es für die SRH, dass sich viele Studierende auch ehrenamtlich engagieren, so beispielsweise Fabiana Herbel, die seit 2 Jahren ein Schulprojekt in Ghana organisiert. Professor Dr. Martin Albert, Dekan des Studienganges Soziale Arbeit, trifft sich mit der 22-jährigen Studentin Fabiana Herbel. Sie studiert seit 4 Semestern an der SAH Hochschule. Regelmäßig informiert sich der Professor über ihre Arbeit in Ghana. Dort betreut die junge Frau eine Schule in einem kleinen Dorf nahe der Hauptstadt Accra. Nach ihrem Abitur war sie 3 Monate vor Ort und zunächst entsetzt über die Verhältnisse. Ich konnte es gar nicht glauben, liegt ein bisschen, ja, also man kann von oben drauf gucken sozusagen, und ich bin erst mal eine Stunde, muss man da hinlaufen fast, bin gelaufen und habe gedacht, hey, hier kann gar nichts mehr sein, also echt in der tiefsten Wildnis, sage ich jetzt mal. Und dann kam ich an und es war einfach nur eine ganz kleine rosane Holzhütte und man hat schon Kindergeschrei gehört, und dann bin ich runtergekommen, kam da an und war einfach nur fasziniert, wie das dort dann wirklich herrscht. Und ja, war schon schön, aber auch teilweise erschreckend. Wieder zu Hause in Deutschland begann sie sofort Spenden zu sammeln für ihre Schule. Sie wusste, dieses Projekt lässt sie nicht mehr los. Seitdem war sie noch 3-mal in Ghana. Sie schaffte es, das Geld für den Grundstückskauf aufzutreiben und 2 weitere Gebäude bauen zu lassen. Mittlerweile gibt es einen Kindergarten, eine Vorschulklasse und ein Klassenzimmer für die größeren Kinder. Und auch der Unterricht hat sich für die Kinder wesentlich verbessert. Es gibt für jede Klasse mittlerweile eine Lehrerin und nicht nur eine, die irgendwie versucht, die Kinder im Zaum zu halten. Also war für mich sehr, sehr faszinierend, als ich dieses Jahr wieder dort ankam. Und es war nicht nur Geschrei, sondern es herrschte dort Struktur. Die Kinder haben wirklich was gelernt. Also teilweise die Älteren konnten mit mir zwar nur Smalltalk, aber sie konnten sich mit mir unterhalten. Und ja, das war für mich eigentlich schon der Beweis, dass ich da irgendwas richtig mache. Und ja, das ist schon schön. Professor Martin Albert ist begeistert vom ehrenamtlichen Engagement seiner Studentin. Gerade in diesem Studiengang ist es natürlich sehr wichtig, dass sich Studierende bereits jetzt damit beschäftigen, was sie später auch beruflich werden können. Es ist eine riesige, riesige Lebensbereicherung, so mal was zu erleben. Und wenn man dann zurückkehrt und sagt, man initiiert so ein Projekt selbstständig, und sie hat es ja wirklich auch selbstständig gemacht, sie hat es ja von der Idee, sie war sicherlich inspiriert und hat einen Partner, aber dann zu sagen, ich baue was auf, und man sieht da wirklich da eine kleine Schule wachsen und Kinder sitzen und die lernen, dann ist das, finde ich, eine ganz, ganz, ganz tolle Sache. Also alle Hochachtung vor dem. Wie sind die beruflichen Perspektiven, wenn der Studiengang abgeschlossen ist? Zunehmend werden Sozialarbeiter gesucht, eine Entwicklungszusammenarbeit. Viele Stellen sind offen, und da geht es gerade um Bildungsprojekte, um Vernetzungsprojekte. Also wir im professionellen Bereich sagen, soziales Kapital schaffen, also Netzwerke, Konfliktmediation in den Bereichen. Nehmen Sie diese Schule, das kann diese eine Ortschaft kann jetzt sehr stolz sein, dass es das Projekt gibt, aber an der anderen Ort gibt es dieses Projekt nicht. Das könnte vielleicht sogar zu Konflikte führen. Und genau in dem Bereich, denke ich, arbeitet soziale Arbeit, und da werden eigentlich wirklich professionelle Sozialarbeiter gesucht. Ob sie später auch mal beruflich ins Ausland geht, weiß Fabiana Herbel jetzt noch nicht. In jedem Fall aber hat ihr das Studium auch bei ihrem Projekt schon geholfen. Auf der einen Seite irgendwie, dass ich halt weiß, dass ich auch eine Struktur in dem haben muss, was ich mache. Also dass ich weiß, okay, auf kurz oder lang möchte ich da nicht nur Geld rüberschicken, sondern ich will, dass sie das selbst in dem Sinn die Hand nehmen, dass ich lerne, dass man die Leute selbst auch in dem Sinne, ja, dazu befähigen muss, das selbst zu können. Über manches habe ich mir einfach davor gar keine Gedanken gemacht. Ich bin einfach rübergeflogen und habe gemacht. Und jetzt ist es so, dass ich schon so ein bisschen Theorie dahinter habe, hinter dem, was ich dort dann mache. Auch in diesem Jahr will sie wieder nach Afrika, nach Ghana, an ihre kleine Schule. Vorher aber geht sie noch mal auf Spendentour.